Hallo liebe Freunde, da sind wir wieder bei Soma und ja, neue Session einmal mehr, aber es ist immer noch das gleiche Hundewetter. Und wir sind jetzt hier am Ende dieser Höhle und müssen nach Tau. Dann, ja, lasst uns das doch mal tun. Den Lichtern folgen, hieß es. Wir folgen den Lichtern. Boah. Nein, wir folgen nicht den Lichtern. Boah, der sieht uns her. Lauf, 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 lauf. Schon wieder so ein blödes Viech mit so großen Zähnen. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Hier ist das Licht. Ich könnte ja auch rennen. Warum? Okay. Hier unten ist ordentlich was los. Dafür, dass man gar nichts sieht. Hinter uns ein Viech und vor uns einer mit einer leuchtenden Birne. Na, Prost Mahlzeit. Ja, ich kann nicht viel mehr machen wie laufen, aber vielleicht wollte das Spiel nicht, dass ich renne. Ich kenne das Spiel nicht in dem Sinn, dass ich das sagen könnte, was das Spiel will. Und ich versuche gerade ein bisschen mit Galgenhumor und blöden Sprüchen meine Angst zu übertünchen. Das ist, ich war jetzt 2 Tage nicht mehr auf dem Meeresgrund. Ich muss sagen, dass, ja, es packt einen relativ schnell gleich wieder. Steht er da, der blöde Kerl. Der wechselt seine Position. Sind wir hier denn überhaupt richtig? Aber, ja, den Lichtern folgen. Und dieses Gewitter unter, auf dem Meeresboden, daran kann ich mich nicht noch erinnern beim letzten Mal aufnehmen. Ja, lass uns doch einfach in Ruhe. Ich versuch's doch nochmal mit rennen. Gleich steht er vor uns. Rennen unter Wasser, das ist auch nicht ganz einfach. Und da teilt sich jetzt die Höhle wieder, oder was sehe ich da? Irgendwas kommt hier. Oder ist das da nicht festhängen? Oder ist das da eine Lichterscheinung? Keine Ahnung, auf alle Fälle, es hat gespeichert. Nein, das ist ein Eingang, okay. Und wir haben wieder unseren krummen Blick drauf, da wir halt von Fischen und Co. angegriffen wurden. Also bräuchten wir so ein Schlurzgerät. Das wird... Ja, das ist die Türöffnung. Lass uns doch einfach mal in Ruhe hier reingehen. Lass uns reingehen. Dankeschön. Und bitte nichts, das uns folgt. Da geht's noch weiter, okay. Ah, okay, wir schwenken mal wieder. Mit Omni-Tool. Na, funktioniert's? Jawohl, Zugriff gewährt. Hier geht's nicht weiter, okay. Ah, ist eine Schleuse, okay. Wahrscheinlich. Oder irgendeine Kammer, wo gleich einer auftaucht. Bei dem Spiel weiß man ja echt nie. Ne, Wasser geht runter, das passt. Da bin ich zufrieden. Aber wir haben schon tatsächlich den krummen Blick. Okay, dann müssen wir... Na, geht ja immer noch nicht. Oh, jetzt hat es irgendwie geladen oder irgendwas gemacht. Ah. Ja, wir sind in Tau. Oder auf Tau, ich weiß gar nicht. Hier ist schon mal eine Tür. Dive Room, Taucherraum. Taucherraum. Taucherraum, wie auch immer. Da ist ein Periskop oder sowas. Gibt es hier kein Schlurzgerät? Nee, aber ein Data-Buffer. Und noch eine Tür, aber hier können wir nichts machen. Geht auch nicht. Aha. Fitnessgeräte. Und, eine Spur von irgendwas, was wahrscheinlich da mal gelebt hat. Ein Taucheranzüge und ein Data-Buffer. Wir buffern mal. Welcome to Tau. What's left of it? Are you guys alright? What happened here? We ran out of real food long ago. People have been getting sick. Haven't heard from anyone in months. No shit. They all think you're dead down here. Some failed evac story circulating at Omicron. Oh, God. Listen, son.
We're on an important mission, and we need your help to operate the Omega Space Gun. When it's done, we can all head back up the plateau. But now we need to get moving. Of course. Head on through to the habitat. We shut off the front section to reserve power. All right. See you soon. Ja, das ist nicht das Einzige, was sie abgeschaltet haben, um Strom zu sparen. Das kennen wir, das Stromproblem. Aber was war denn das jetzt hier mit einer Orbitalkanone? Halt, wir müssen hier vielleicht auch mal noch schnell raufgucken. Anzugstatus, Signal verloren, aktiv, Tau. Okay, Signal verloren. Auf Log zugreifen. War Törschieder. Da war also noch irgendwie einer. Orten. Omikron Tau. Dann sind wir hier durchgelaufen, nehme ich mal an. Ja, das ist doch ein ziemliches Stückchen. Vor allem, wenn man bedenkt, was das für eine unschöne Strecke war. Heiliges bisschen. Oh, da vorne ist, glaube ich, so ein Schlurz-Tierchen. Wir benutzen das doch einfach mal, würde ich sagen. Was? Wer? Wo? Wieso? Wir schlurzen. Erst heilen, dann fragen. Schlurz! Ekelhaft. So, und jetzt, was wurde hier? Irgendwas arbeitet, man hört's richtig. Hier ist zu. Maintenance. Hier können wir rein. Okay, es ist aber irgendwie ist es nicht wirklich viel schöner wie draußen, muss ich sagen. Aha. Das ist wieder so eine Art Roboterraum. Und ich höre irgendein Geräusch. Service Station. Okay, da kann man wieder Sachen rumwerfen. Das ist auch schön. Oh. Man wird schreckhaft in diesem Spiel. Okay. Das sieht aber auch nicht wirklich aus wie ein Roboter da mit dem komischen Zeugs im Gesicht. Mit Wow verwachsen oder wie man dem dann sagen will. Da ist ein Monitor. Noch mehr Geräte ohne größeren Sinn. Da können wir nichts machen, aber hier können wir mal reingucken. Und es stört. Okay, wir sind hier. Und wir müssen, keine Ahnung wohin, Living Area, Laboratories. Ja, wir müssen halt einfach mal quer durch und gucken, was hier genau ist. Also das heißt eigentlich raus und links. Dann müssten wir sozusagen auf die nächste Ebene kommen. Oder wir können hier in den Raum rein und dann raus. Dann sind wir auch automatisch bei den Laboratories. Okay. Ist hier sonst noch was? Nein. Ein Mäuschen. Na, ich krieg dich. Boing. Hier ist sogar offen. Gut, dann nehmen wir doch diesen Durchgang. Und wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, da müssen wir jetzt bei den Laboratories sein. Ja, bestimmt. Nein. Sind wir nicht. Wir sind irgendwo anders. Dann müssten wir jetzt bei den Laboratories sein. Oder immer noch nicht? Das sieht nach einer massiven Tür aus, okay? Ja, hier geht's einfach zurück. Das ist der andere Weg. Das ist soweit klar. Dann lasst uns doch mal hier reingehen. Oh, okay. Das gibt eine größere Übung, bis das Ding auf ist. Was sie dahinter wohl versteckt haben? Ja, das Labor, aber... Ob das einfach so gesichert ist? Ich wage es fast ein bisschen zu bezweifeln. Tja, wir gehen dann mal rein. Ich denke, ich lasse die Tür mal auf. Wir kamen von da hinten. Da hinten war nichts. Also können wir nach da flüchten. Ich höre es doch trampeln. Ich höre es doch trampeln und irgendwas ist am... Mist. Oh, der kommt. Oh, und der ist schnell. Oh, 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 oh. Ja, müssen wir halt auch rennen. Mach, 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 mach. Auf, auf, auf. Hier geht's nicht weiter. Schluck, das ist halt die Frage. Ja, ich wollte gerade fragen, sieht der uns?
Wir müssen noch mal einmal außen rum. Und das machen wir jetzt frech mit Tempo. Aber wir waren noch gar nicht in allen Räumen drin. Immerhin habe ich da schon wieder so eine nächste Tür aufgemacht, so eine massive. Da wird dahinter... Vielleicht ist da schon wieder die nächste Ebene, aber wir können ja nicht einfach... Da ist nochmal so ein Schlurzer. Wir können ja nicht einfach die Sachen hier ignorieren. Die brauche ich im Moment nicht. Kann der Türen aufmachen? Das wäre ja noch schöner. Oder doch Wände durchgucken, denn... Wir sind ja nicht hier drin. Also eigentlich sind wir gar nicht hier drin, wenn man es genau nimmt. Also ich zumindest nicht. Der kommt doch her, ich höre es doch. Hätte ich jetzt vielleicht die Zeit gehabt, um hier rauf zu gucken? Kann ich vielleicht rauf gucken und höher, wenn er eine Tür aufmacht? Wir versuchen es mal. Offline, okay. Auf Lock zugreifen. Yoshida, Yoshida. Ich muss schnell machen. Intercom. Zentrale. Anrufen. Offline. Geht nicht. Anrufen. Gemeinschaftsleute. Kann ja nicht gehen, wenn es offline. Online. Anrufen. Auflegen. Na, mach, 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 mach. Anyone there? Oh. Jetzt geht irgendwo die Tür auf. Oh, da geht die Tür auf. Okay, aber wir müssen zur Krankenstation. Da ist jemand. Jetzt müsste da drin sein. Jetzt müssen wir doch hier, wenn ich noch wüsste, wo das war. Hier. Kann man hier nicht zumachen? Was ist das denn für eine doofe Tür? Sind wir hier... Oh, da kommt das. Sind wir hier richtig? Ich habe keine Ahnung. Wir machen hier mal auf und gucken. Aha, eine Leiter. Das ist schon mal... Oh, der kommt. Das ist schon mal was Neues. Kletter. Nicht gucken, einfach klettern. Okay, der will oder kann ich klettern? Aber wahrscheinlich... Oder er kommt dann doch noch. Aber wahrscheinlich ist hier oben sowieso noch mal so ein Kerl. Da ist ein Loch, da kann man irgendwie runter. Kommen wir hier rein? Nee, da nicht. Kommen wir hier rein? Nee, okay, die wollen, dass wir hier geradeaus gehen. Dann machen wir das mal. Ein Schalter. Ich möchte aber nicht. Nein, ich möchte nicht. Heute mal ausnahmsweise möchte ich nicht. Darunter, was passiert denn, wenn wir hier drücken? Okay, das Ding ist vernagelt. Das ist schon mal gut. Oder auch vielleicht auch schlecht. Wir können nicht mehr fliehen. Boah. Oh, Leiter kaputt. Okay, wir können nicht mehr hoch. Und wenn wir irgendwie hochkommen, können wir nicht mehr raus. Perfekt. Es speichert. Das ist nie gut. Okay, Living Quarters. Hier müsste die Krankenstation sein. Und da war ja jemand, der gesagt hat, er möchte nicht mit Robotern sprechen. Also, wenn das nicht ein Tonband war, was da automatisch abgespielt wird. Mainframe. Okay, hier sind überall Türen, wo wir rein können. Dive Room, Dispatch, die haben ja auch ein Dive Room. Pass to Call Lift. Was? Ah, da ist wieder dieses... Ist das wieder Jonathan Ross, der uns sagen will, wir sollen WoW zerstören? Ich würde gerne helfen, aber wir müssen uns schon erstmal hier ein bisschen umgucken. Das geht schon mal nicht. Oh. Das kann ja kein Zufall sein. Okay, Jonathan Ross. Wer wird nicht aufhören? Haben wir hier irgendwas? Jetzt habe ich wieder keine
Doch. Ich wollte gerade sagen, wieder keine Funzel. Ich kann wieder kein Licht machen. Aber ich kann. Okay. Das war jetzt nicht sehr spannend. Aber wir haben hier ja ganz andere Möglichkeiten. Oh. Deswegen die Störung, das Ding lebt. Das ist so eine Mischung. Aber guck mal, das hat Hände. Aber es tut uns, glaube ich, nichts. Oh, es kann nicht gesund sein. Leute, lasst die Finger von. Ne, wir lassen offen, dann wissen wir, dass wir hier schon drin waren. Leichen. Ich hoffe mal, es sind Leichen und nicht irgendwie. Wir können mal reinhorchen. Can't we do anything for him? No. We're out of sedatives. If we had a gun, this would be the time to pull it out. Did not expect it to end like this. Should have jumped the climber back to Omicron. Without the Ark? Forget about the Ark. No, you don't get to say that. It's the only thing left of value. You know that. Yeah. Promise you won't leave it behind. Well, I'll be dead one day. Then what? We'll better keep it safe until then. Don't want the Wow to take it, swallow it whole. I'm sorry, Catherine. It's okay, Ian. Just let it out. Let it all out. Krass. Durchaus krass. Aber jetzt dachte ich mir gerade, wenn wir ja den sozusagen noch hören können. Vielleicht können wir ja hier auch. Irgendwie. Nein, da haben wir nur die Störung. Und ich kann mich. Oh, das zieht mich an ihnen ran. Boah, nee, weg. Und. Boah. Was ist denn jetzt kaputt? Ich kann mich nicht mehr vernünftig bewegen. Hallo? Ich hab Schlagseite. Ich bewege mich nicht. Das Männchen bewegt sich von alleine. Warum bewegt sich denn mein Männchen von alleine? Sind wir dem Typen zu nahe gekommen und jetzt spackt sie irgendwie? Jetzt geht's wieder. Boah, das ist ja krass. Das haben sie verdammt gut gemacht, muss ich sagen. Wenn du da wirklich dem Typen zu nahe kommst, dann kannst du nicht mehr richtig steuern. Was haben wir denn hier? Okay, das sind alles einfach die Quartiere von den toten Leuten. Pat, angemeldet als Jasper Hill. Theta, alles ist gut gelaufen. Die gesamte Besatzung wurde gescannt und in der Arche gespeichert. Laden jetzt das Shuttle nach Omicron. Brechen so bald wie möglich auf. Omicron, Ernst und ihre Besatzung begrüßten uns mit offenen Armen. Die Scans sind gut gelaufen, wir sollten jetzt die meisten haben. Tau. Wir haben bei Tau 5 überlebende Mitglieder gefunden. Sie saßen hier monatelang ohne Funkverbindung und richtige Nahrung fest. Wir haben sie zwar alle gescannt, aber ich vermute, ihre Ankunft wird in der Arche zu Problemen führen, weil sie sich von Omicron im Stich gelassen fühlen. Ich hoffe nur, dass sich alle Beteiligten gegenseitig vergeben können. Vieh, die Scheiße ist am Dampfen. Wir konnten nicht starten, gehen zurück nach Tau, um den Grund dafür zu finden. Okay, das geht nicht mehr weiter. Und irgendwie scheint das hier alles nicht ganz so geklappt zu haben, wie sie wollten. Oh, der hat hier sogar noch ein Bild von seinem Kleinen. Taking the chance. There's time. If Ashken says we could try again,
when things calm down. You gotta do it, you know? You got to. Was für eine Scheißsituation, die hier unten hatten. Sonst können wir hier nichts mehr machen. Jetzt haben wir die Räume dann bald mal durch. Ja, wobei hier hat es doch noch Bathroom, Infirmary. Es hat noch ein paar. Habt ihr das gesehen? Ich hab's gesehen. Wir sind tatsächlich wieder nicht alleine hier oben. Ich dachte eigentlich, diese Sie kommen, duck dich oder was da immer gesagt wird, das kommt von Jonathan Ross aus. Ja, nicht aus einem Körper raus. Wie soll ich das erklären? Ich glaube, ich weiß. Ich glaube, ja, ich weiß. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja. Ich gehe jetzt mal eine Nacht schlafen. Und mal gucken, ob der morgen immer noch da ist. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.